Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Pfarrerin Franziska Röber und ich habe eine Geschichte für Sie. Wer auf einen Friedhof geht, der blickt zurück. Der schaut auf Erinnerungen. Erinnerungen an etwas und an jemanden, der verloren ist. Hier kommt alles zu seinem Ende. Hier ist alles vorbei. Oder? Was, wenn genau hier, auf dem Friedhof, eine neue Spur gesetzt wurde? Eine Spur der Treue und der Hoffnung. Manchmal hilft nämlich genau der Blick in die Vergangenheit, um nach vorne zu sehen und um die Gegenwart zu verstehen und um schließlich getrost in die Zukunft zu gehen. Eine Zukunft, die Gott uns aufgetan hat. Aber wie? Und womit? Davon erzählt die folgende Geschichte. Es war früh am Morgen. Die Straßen waren noch leer und die wenigen Menschen, die man sah, zogen schweigend ihrer Wege. So auch die beiden Frauen. Sie hatten sich vor kurzem kennengelernt und schnell festgestellt, dass sie eine große Gemeinsamkeit verband. Beide zog es jedes Jahr an diesem Tag auf den Friedhof. Und heute war es wieder soweit. Der Weg war vertraut und die Frauen hingen beide ihren Gedanken nach. Erst als sie das Friedhofstor erreichten, öffnete die eine den Mund. »Komm«, sagte sie und wies in eine Richtung. »Wir setzen uns auf eine der Bänke.« Die andere nickte und folgte ihr. Auf der Bank Platz genommen, ließen beide ihren Blick schweifen. Es war eine schöne Stimmung. Man hörte die ersten Vögel, sah einige Sterne und hier und da ein Grablicht brennen. »Merkwürdig«, begann die eine der beiden Frauen unvermittelt. Sie war kleiner als die andere und schon etwas in die Jahre gekommen. Doch ihre Augen drückten noch immer eine große Lebendigkeit aus. »Merkwürdig«, sagte diese jetzt noch einmal. »Immer wenn ich hier bin, kommt die ganze Geschichte wieder hoch.« Sie schaute die andere an. »Es ist so lange her, aber dieses Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, das habe ich bis heute nicht vergessen.« Die andere, die jüngere der beiden, deren Augen oft traurig in die Welt blickten, sah sie verwundert an. »Mit dem Rücken zur Wand? Wieso? Was war geschehen?« Die ältere seufzte. »Weißt du, es war eine schreckliche Zeit damals. Immerzu sollten wir bloß arbeiten. Immer härter wurden die Auflagen und nie war es genug. Viele von uns waren schon aus Erschöpfung zusammengebrochen. Aber die da oben, die kannten keine Gnade. Wir waren wirklich wie Sklaven.« »Das ist ja furchtbar. Und dann?« »Dann kam einer, der uns an Freiheit erinnerte. Der uns daran erinnerte, dass Gott uns liebt und dass wir wertvoll sind. Und dass es immer Wege hinaus gibt. Und so stritt dieser eine für uns, bis der Herrscher uns endlich gehen ließ. Aber kaum waren wir ein paar Tage gegangen, setzte der Herrscher uns nach mit all seinen Streitwagen und Kriegern. Und plötzlich waren wir eingekesselt. Hinter uns die Krieger, vor uns das Meer. Es gab keinen drin.« »Mit dem Rücken zur Wand.« »Ja, es war schrecklich. Wir alle gerieten in Panik und waren sicher, dass unser Leben verwirkt war. Viele von uns vergaßen sogar, dass sie sich selbst die Freiheit gewünscht hatten und machten unserem Anführer Vorwürfe, uns hinausgeführt zu haben. Aber dann kam dieser vertrauensvolle Anführer. Er erhob seine Stimme und sagte etwas Wunderschönes. Ich habe es heute noch im Ohr. Er sagte: »Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird.« Beide Frauen lauschten diesen Worten nach. Dann brach die Jüngere das Schweigen. »Weißt du, das klingt wie bei meiner Geschichte, obwohl die ganz anders anfing.« Sie schaute auf ihre Begleiterin und als sie deren aufmerksamen Blick sah, begann sie zu erzählen. »Wir waren eine kleine Gruppe von Suchenden. Wir suchten nach dem, was wirklich zählt im Leben. Wir suchten nach Antworten und vor allem nach Gott. Wie konnten wir uns ihm nähern? Wie seinen Willen mit uns besser erkennen und befolgen?
Und dann trafen wir einen, der uns Antwort zu geben vermochte. Keine einfachen Antworten, im Gegenteil. Häufig sprach er in Bildern und Gleichnissen mit uns, und so manches Mal sagte und er tat etwas, das wir nicht verstanden. Aber wir spürten, dass wir bei ihm richtig waren. Er hatte eine ganz besondere Ausstrahlung. So sanft und geduldig und freundlich. Er hatte eine besondere Verbindung zu Gott. Und die Art, wie er mit Menschen umging, gleich ob krank oder gesund, ob arm oder reich oder beliebt oder ausgestoßen, jeder schien für diesen Mann etwas Besonderes zu sein. »Aber was geschah dann?«, fragte die andere. »Der Mann wurde umgebracht.« »Was?« »Ja, man bezichtigte ihn der Gotteslästerung. Und dann starb er einfach. Qualvoll und erniedrigt. Und irgendwie starben mit ihm auch unsere Hoffnungen.« Sie schwieg eine Weile. Dann fuhr sie fort. »Ich bin mit ein paar anderen Frauen wenige Tage nach seinem Tod zum Grab gegangen. Und dann passierte das, was mich an deine Geschichte erinnert. Ein Mann im weißen Gewand sagte zu uns, »Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.« Das war so unglaublich, dass wir ängstlich davonrannten. Wieder schwiegen beide eine Weile, bis die Ältere sagte, »Und wenn es stimmt?« Die andere sah sie erstaunt an. »Ja«, sagte die Ältere, »Gott hat schon einmal Großes vollbracht. Warum sollte er es nicht wieder tun? Denn weißt du, was bei uns damals geschah? Gott gab uns Rückendeckung. Die Streitwagen kamen immer näher, und da stellte Gott seinen Engel und sich selbst zwischen uns, sodass sie uns nicht erreichen konnten. Und dann geschah das Wunder, direkt vor unseren Augen. Gott teilte das Meer für uns, sodass wir hindurchziehen und wohlbehalten auf der anderen Seite ankommen konnten. Und vor unseren Drückern waren wir auf ein für alle Mal befreit.« »Das würde ja bedeuten«, überlegte die Jüngere, »dass wir jetzt vom Tod ein für alle Mal befreit sind.« »Ja, genau. Aber was ist mit dem Leid in der Welt? Mit den Gequälten, den Sterbenden, den Verzweifelten, die immer noch rufen? Was ist mit all dem, was uns noch immer Angst macht? Wir sind so hilflos, das Leben ist so fragil. Da reichen kleine Erreger aus, um die ganze Welt in Atem zu halten.« Die Ältere überlegte. Dann sagte sie, »Das alles wird nicht das letzte Wort haben. Gott hat uns schon einmal gerettet. Er wird es wieder tun, da bin ich sicher. Nicht nur, weil ich das große Wunder am Meer gesehen habe, sondern weil ich auch die vielen kleinen Wunder tagtäglich sehe. Ja, wir leben in einer bedrängenden Zeit, aber ich spüre den Mut und die Kraft, die Gott mir gibt, um das durchzustehen. Er schickt mir Menschen, die mich zu trösten vermögen. Und er schenkt uns sein Wort. Fürchte dich nicht, ich werde für dich streiten und du wirst zur Ruhe kommen. Solche Worte erleuchten mich von innen. Hab nur Vertrauen.« Die jüngere Frau schüttelte verstohlen den Kopf. Sie wirkte noch immer unsicher. Die ältere sah sie an und lächelte. »Dann lass uns gehen. Lass uns zu deinem Grab gehen und wir werden sehen.« Zögernd stand die andere mit auf und beide gingen auf den Friedhof. Die Sonne brach jetzt langsam hervor. Erste Strahlen schienen durch die Zweige der Friedhofsbäume. Das Grab war leicht gefunden. Es lag an einer Wand und ein großer Stein war in unmittelbarer Nähe. Je mehr sich die beiden Frauen näherten, desto mehr wurden sie gewahr, dass dort am Grab Menschen standen. Viele Menschen. Andächtig standen sie vor dem Grab. Einige beteten, andere sprachen leise miteinander. Die beiden Frauen blickten sich verwundert an. Dann gingen sie auf die Gruppe zu und die ältere der beiden sprach einen Mann an. »Entschuldigung, was ist denn hier los?« Der Mann lächelte. »Dies ist das Grab unseres Heilandes. Er ist nicht gescheitert, er ist auferstanden. Er hat für uns selbst den Tod in seine Schranken gewiesen. Nichts, was finster in dieser Welt ist, wird also finster bleiben. Gottes Liebe, die wird sich immer durchsetzen.« Der Mann strahlte. »Deshalb sind wir hier. Wir glauben daran.
Viele von uns haben es selbst erlebt, wie Gott unter uns wirken kann, wie er uns rettet. So wie ich, sagte die ältere Frau und begann ebenfalls zu strahlen. Sie sah auf die Jüngere und sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Das hat Jesus auch gesagt, antwortete die. In dem Augenblick begannen die Ersten zu singen. Erst ganz verhalten, aber dann stimmten immer mehr mit ein, auch die beiden Frauen. Ein Lobgesang auf das Leben, auf den Sieg über den Tod und auf die Hoffnung. Und währenddessen brach die Sonne mit ihren letzten Strahlen hervor. Ich wünsche Ihnen eine lichtvolle Zeit. Der Herr ist auferstanden.